Schon wieder vergessen. Wir sind alleine, oder? Die Avengers haben sich zerstritten. Ich hasse es. Ohne Beweis gibt es keine Hoffnung. Aber ich darf nicht aufgeben. So darf es nicht enden. Nein, darf es nicht. Unfassbar, dass ich jetzt allein hier bin. Naja, Party, oder? Aufnahmen vom Verhör. Ich bin Phil Sheldon, live vor Ort hier in Manhattan. Wir haben heute Abend etwas erlebt, vor dem die Nation 5 Jahre lang Angst hatte. Eine Tragödie von A-Day-Ausmaßen wurde am Himmel über... Wow, sogar die S.H.I.E.L.D.-Leute sind weg. Vielleicht dachten sie, Hulk macht hier alles kaputt. Ohne die schnelle Reaktion ihrer Truppen wäre die Chimera in Manhattan abgestürzt und hätte in der dicht besiedelten Stadt enormen Schaden angerichtet. Die Avengers sind in der Tat zurück, aber mit unklaren Motiven und nach wie vor beunruhigenden Taktiken. Amerika wird heute unruhig schlafen und sich fragen, wo diese einst so mächtigen Helden als nächstes auftauchen, was ihre Ziele sind und welche Zerstörung sie zurücklassen werden. Wir haben heute Abend etwas erlebt, vor dem die Nation 5 Jahre lang Angst hatte. Eine Tragödie von A-Day-Ausmaßen wurde am Himmel über New York nur knapp verhindert. Okay. Dank des raschen Eingreifens von Advanced Idea Mechanics. Ohne die schnelle Reaktion ihrer Truppen wäre die Chimera in Manhattan abgestürzt. Naja. Travis, gibt es eine Aufnahme von Bruce' Verhör mit Monica? Natürlich, Miss. Sie können sie sich im Verhörvorraum ansehen. Wo ist der Wenn Sie erlauben, Miss Khan, was wollen Sie in den Verhöraufnahmen finden? Ich weiß nicht. Irgendwas muss es geben. Vielleicht ein Fehler von ihr. Ja, werden wir sehen. Also, wir haben ja das gesamte Verhör gesehen, oder? Oder täusche ich mich jetzt? So. Bam, bam. Wo muss ich hin? Wieso da rüber, oder? Ja, natürlich. Ist der Typ nur da? Na, ist er weg. Gerade jetzt, wo ich mir was kaufen wollte. Gerade jetzt. AIM ist der wahre Feind. Warum sehen Bruce und Tony das nicht? Ja, aber was ist mit denen? Wieso sehen sie das nicht? Ja, egal. Komm. Nichts für ungut, Jarvis. Aber ich wünschte, es wäre eine weitere Person an Bord. Kein Problem, Miss Khan. Naja, im Grunde ist er ja Person, oder? Na, ist er nicht, ist klar. Aber man kann mit ihm reden, wie mit einer Person. Sieht aus, als hätte S.H.I.E.L.D. alles getan, um sie abzuwehren. Da stimmen wenigstens die Prioritäten. So. Moment. Ist da? Ist das der Verhörraum? Ja, ist da. Moment. Wow, das ist bedenklich irgendwie. Er will jetzt nicht politisch werden. So. Okay. Die Aufnahmen vom Verhör. Da drin muss irgendwo ein Hinweis sein. Schauen wir mal, ne? Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Genau. Komm schon, Monica, gib mir irgendwas. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Oh, das ist sinnlos. Ich würde so gern mit meinem Vater reden. Anruf bei Yusuf Khan. Nein, nein, nicht Jarvis. Ich habe nicht gemeint... Hallo? Beta, bist du das? Hm. Oh, Kamala, wenn du das bist. Ich vermisse dich sehr. Ich bin nicht wütend. Ich will nur, dass du nach Hause kommst. Es tut mir leid. Ich hätte nie verlangen dürfen, dass du deine Kräfte versteckst. Vielleicht hast du Angst. Und bist unsicher. Wichtig ist nur,
dass du dir immer selbst treu bleibst. Ich hab dich lieb, Peter. Und ich dich noch mehr. Die Adaptoids werden starten. Okay. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf? Stell die Erde auf den Kopf, du wirst... Stell die Erde auf den Kopf. Stell die Erde auf den Kopf. Das ist es. Natürlich, der Satellit. Der Satellit. Der Satellit ist das? Okay. Avengers, wenn ihr mich hören könnt. Ich habe einen Hinweis gefunden. Ach, die saufen alle in einer Bar, wahrscheinlich. Ich weiß, dass ich's verbockt habe. Ich wollte AIM wegen des A-Days so sehr bestrafen und das hat mich blind gemacht. Aber Cap muss für sein Handeln einen guten Grund gehabt haben. Ich weiß es einfach. Die Menschen glauben an die Avengers. Nicht wegen eurer coolen Kräfte, sondern es ist egal, wie brenzlig es wird und wie uneinig ihr euch seid. Ihr findet wieder zueinander. Versteht ihr das nicht? Eure Unterschiede sind eure größte Superkraft. Ich war nur eine Außenseiterin aus Jersey. Ich gehörte nicht dazu. Aber ihr habt erkannt, wer ich wirklich bin. Ihr habt mich akzeptiert. Da draußen ist immer noch ein Bösewicht, der der Welt schaden will. Und nur wir können ihn aufhalten. Gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen sollen. Schon klar. Höhenluft, trockene Augen. Also, ich bin nicht gut in... Es tut mir leid. Also, mir auch. Schon gut. Ja. Also, du hast einen Hinweis? Ja, aus dem Verhör. Hör zu. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Okay. Monika hat recht. Das Labor ist nicht auf der Erde. Ich verstehe das nicht. Okay, als ich gefangen genommen wurde, hatten Monika und Talton einen schlimmen Streit. Talton musste den Raum verlassen. Und dann hat Monika die Koordinaten eines Satelliten namens Ambrosia aufgerufen. Ambrosia? Das war ein biomedizinisches Forschungsprojekt von S.H.I.E.L.D. AIM muss es von ihnen übernommen haben. Ein ziemlich gutes Versteck für Beweise von Experimenten an Inhumans, oder? Wenn man Inhumans auf Zellebene studieren will, dann wäre Schwerelosigkeit der perfekte Zustand. Gut gemacht. Heiliger okay. Nornenstern. Wir wissen, wo wir hin müssen. Aber wie kommen wir dahin? Ja, Moment mal, Moment, bevor wir da jetzt irgendwas machen. Fähigkeiten. Einen Fähigkeitspunkt haben wir. Ah, wir spielen mit Iron Man, wirklich? Verdammt!
Sturzflugverstärker, ja, ich weiß nicht. Ach Gott, das mache ich alles nicht. Da ist der, ist egal. Dann Ausrüstung. Moment, den nehmen wir. Gut, 17. Den werden wir einhauen und gleich wieder zersetzen. Oder zerlegen in dem Fall. Und die werden wir auch zerlegen. Tschüss. Tschüss. So. Projekt Starboost, Sir. Haben Sie das nicht abgebrochen, weil Sie nicht genügend Beschleunigung in den Hilfstriebwerken? Ja, ja. Langweile uns nicht mit Einzelheiten. Das war, bevor ich Kontakt zum Ameisenknilch hatte. Jarvis, ruf Pym an. Wir müssen einen Weg finden, zu diesem Weltraumlabor zu kommen. Und er ist der Einzige, der helfen kann. So. Schauen wir mal. Da müssen wir her. Herausforderung. Aim steht kurz davor, den Ameisenhügel zu entdecken. Dr. Pym hat einen gewagten Plan zur Fertigstellung einer unmöglichen Waffe, die alle retten soll. Falls die Avengers dabei helfen, ist Pym bereit, die Starboost-Rüstung einsatzbereit zu machen. Garantierte Belohnung, epische Pym-Technologie-Ausrüstung. Mach mal. Wenn ich schon die epische Pym-Ausrüstung kriege, mache ich das jetzt, ne? Bitte lass es ein Höflichkeitsbesuch sein. Ja, ich bitte dich höflich um einige deiner Pym-Partikel. Ich muss einen Beschleuniger schrumpfen. Dann musst du deine Hochsicherheitsanlage von AIM einbrechen. Sagt dir Meridian was? Es wird sehr schwierig, da reinzukommen. Das wird kein Spaziergang werden. Widow? Ich muss sagen, du hältst tolle Ansprachen, wenn du sauer bist. Okay, Ned. Wir waren Idioten. Es ist zwar schön, wenn du dich so windest, aber wir haben Arbeit. Ich kann uns nach Meridian bringen. Uns? Wir sitzen im selben Boot, oder? Und haben keine Zeit. Sehr gut. Mission starten. Und los geht's. 4, okay. AIM hat meine Forschung konfisziert, als ich aufgegriffen wurde. Mhm. Sie können die Partikel nicht einsetzen. Sie werden sie aber gut beschützen. Okay, es gibt nicht viele Wege nach Meridian. Ich schlage vor, wir kapern einen ihrer Hyperschaltkreiszüge und fahren damit direkt ins Herz der Operation. Ich kann die Züge hacken, aber dann fliegt der Ameisenhügel auf. AIM kann unsere Position bestimmen. Ihr müsst euch beeilen. Also stürmen wir die Basis und zerlegen sie. Gut. Ich mag es laut und direkt. Na dann. Ich hatte mal einen Kollegen, den haben wir laut und schnell genannt. Weil er sehr, sehr viel laute und schnelle Musik gehört hat. Als ich undercover bei AIM war, habe ich nie eine Freigabe für Meridian gekriegt. Tja, Ned. Dann ist das jetzt deine Chance. Lade Koordinaten des Eingangs der Hyperschaltkreisstation hoch. Brechen wir auf. Agonie unter Ameisenhügel. So. Los geht's. Wie viele super geheime Forschungsbasen hat AIM? Zu viele. Aber Meridian ist die wichtigste. Neben New York. Okay, okay, okay. Da waren wir schon einmal, oder? Waren wir da noch nicht? So. Ich weiß, ich bin Iron Man, ich könnte fliegen. Aber muss ich, nur weil ich es kann? Bist du nervös mit Pims Partikel-Tag an deiner Rüstung? Hank ist klug, aber seine Pym-Partikel sind bestenfalls instabil. Seine Pym-Partikel? Dürften sie genau das sein, was wir brauchen. Hoffen wir auf ein Wunder. Ihr wisst, dass ich euch höre, oder? Oh Mist, schon wieder.
Kanal wechseln. Der Typ steht nicht mehr auf. Wirklich? Na dann. Ha. So, Jungs. Was? Treffen wäre cool, gell? Sehr gut. Und in die Fresse. Ich sehe keine mehr. Was denn? Moment. Da runter? Da ist jemand. Das war's, oder? Da drüben ist da noch was. Lass uns da rüber gehen. Der Ausrüstungsbunker in der Nähe steht uns offen, wenn wir seine Energieknoten abschalten. Ja, dann schalten wir die Energieknoten ab, ne? Hallo. Sehr gut. Positioniere mich neu. Positioniere die. Verdammt! So. Gute Nacht, Schätzchen. Echt, den Griff wieder? Verdammt! Wir sind zu viert, das kann ja kein Problem sein, ne? Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ja, ich bin dabei. So. Moment, Moment, da ist noch was, da ist noch was. Moment, was? Wo, wer, wer? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, so ist es, ja. So, Moment, was haben wir da? Da liegt noch was. Kommt. Ein Resistance-Verbündeter ist in der Nähe und könnte Hilfe. Echt jetzt? Nicht blinzeln. Weg da, weg da! Verdammt! Ich muss weg da, verstehst du? Komm wieder. Ach Gott, ich muss weg, ich muss weg. Ich muss einmal da her. Du bist erledigt! Mann, das tut weh! Scheiß Geschütze! Hey Leute, mir geht's nicht besonders! Na, dann komm her da! Uns geht's gut! Ich mach das aus der Entfernung, mach ich das! Das
So. Was? Gute Nacht, Schätzchen. Zeit für Zielübungen. Das war's, oder? Wie komme ich da rein? Echt? Wie komme ich da rein? Was? Der her, bitte. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Das tut weh, was? Das ist es nicht. Was ist da oben? Da hinten, ne? Wie komme ich da rein? Ah! Echt? Kannst du mir das aufmachen? Das ist ein Witz, oder? Das ist doch ein Witz. Echt? So. Da rein. Ich will nur da rein. Da will ich rein. Wie mache ich das? Wie komme ich da rein? Es nervt. Alles klar. Verdammt. Kann ich das irgendwie aufmachen? Echt? Da ist nichts. Was passiert da? Feind gesichtet. Was passiert da? So.
Ich würde sehr gerne da rein. Da würde ich gerne rein. Das gibt's ja. Ich check's nicht. Ich verstehe es nicht. Was passiert? Ach Gott, ich wäre so gern da rein und ich check's einfach nicht, gell? Ja, ich zeig's mir da an. 17 Meter. Wir waren gut, oder? Waren wir, ja. Die Station finden. Fuck you, hey. Echt. Echt, jetzt nervt's. Jetzt eine Aufzeichnung. Achtung, wir haben Gesellschaft. Ah, alles klar. Hey, da, und wo ist der andere? Wo ist der andere? Müsste noch einer sein. Jetzt offen? Immer noch nicht. Echt. Immer noch nicht. Wie viel sind da? Wie viel? Come on.
So, okay. Eins. Zwei. Noch eins. Ja, wirklich. Wo ist da? Ist da. Lokales Sicherheitssystem soeben deaktiviert. Ach Gott im Himmel. Und das ist unten der Eingang, oder was? Verdammt! Sehr gut. Alter. Wo bist denn du? Ja, hallo, grüß dich. Ja, würde ich ja gern. Vielen Dank für eure Hilfe, Avengers. Gerne. Sehr gut. Dann leg mal los, Theo. Du bist jetzt sicher. Schrei nicht so, ich bin genau 2 Zentimeter neben dir. So. Alter. Echt. Ist da nie Ruhe? Ist nie Ruhe? Nie? Ist da nie Frieden? Tschüss. So, weg jetzt. Achtung, es geht los. Ja. So hat's gemacht. Genau. So, Moment, habe ich irgendwas gekriegt? Bessere Ausrüstung? Nein. Wärst du mal lieber im Bett geblieben? Ach Gott, ja. So. Hat jemand mitgezählt? Ich glaube, ich bin in Führung. So. Hyperschaltkreisstation. Sie wird von einem Kraftfeld geschützt. Zerstört seine Energiequelle, dann hacke ich ihr System und rufe einen Zug. Wir müssen die Geschütze da ausschalten. Wow, 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 wow. What? Selbst. Was, Gegner?
Kommt, jetzt hacken wir das. So, was? Achtung, wir haben Gesellschaft. Ja, wir können ja trotzdem aufmachen, oder? Was mache ich hier? Falsch gesichtet! Oh Mist, das ist nicht gut. Das klingt aber gar nicht gut. Ich habe hier heftige Firewalls. Ich brauche mehr Zeit. Okay, hol uns nur den Zug. Wieso immer auf mich? Ha, warum immer auf mich? Ich bin der einzig Nette da. Immer auf mich, immer. In der Nähe Ihrer Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen. Boden? Ich weiß alles. Ich kann nichts dagegen tun. Echt. Diese Kiste. Der Typ steht nicht mehr auf. Okay, ich bin drin. Der Zug ist bereit. Aber alles ist in Alarmbereitschaft. Das kriegen wir schon hin. Tschu-tschu! Alles einsteigen! Echt jetzt, Tony? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay. Ja. Tschu-tschu! Auf geht's. Sicherheitsfreigabe akzeptiert. Das sehr gut. Bitte gehen Sie an Bord. Ich bin an Bord. Na, hab jetzt ja nur eine Bitte. Eins meiner alten Aliase. Jetzt habe ich mir gedacht, die anderen bleiben zurück. Verdammt, Aim am Ameisenhügel gesichtet. Wir brauchen dringend die Partikelprobe. Ja, ja, ich komme. Wir sind vielleicht zu spät, Hank. Noch nicht. Ja. Wir sind gleich da. Holen wir uns, weshalb wir hier sind. Ja, ja, ja. Wir fahren mit einem Zug ohne Fenster. Zeit für Zielübungen. Um das Laden... Was Zeit für Zielübungen? Moment, Zeit für Zielübungen. Wer ist da? Verdammter Mist, die Aimbienen waren aber fleißig. Ich empfange eine PIM-Partikelsignatur tiefer in der Basis. Aktualisiere ihr HUD. Darum liebe ich dich, Jarvis. Oh, tschüss.
Verdammt, Avengers, wir haben ein Problem. Was? AIM hat meinen Hack seine Systeme verfolgt. Ich erhalte Alarmmeldung aus der Umgebung des Ameisenhügels. Ihr müsst diese Partikelprobe rasch finden und sofort zurückkehren. Selbst wenn wir sie finden, schaffen wir es vielleicht nicht rechtzeitig zurück. Durchhalten, ich weiß, wie ich euch zurückhole. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ja, ja. Ja. Gute Nacht, Schätzchen. Hallo? Weg da, weg da. Das wird wehtun. Wieso? Kann mir jemand die da vom Leib halten? Bitte? So, wo ist diese Kiste? Wo ist diese Kiste? Da ist eine Kiste. Ja. Aufmachen und ist schon offen. Panzerung Units. Moment. Panzerung haben wir gesagt. Nein, 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 nein. Nein, nein. Das rauf da. Ach Gott, ja und. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fähigkeit nochmal eines. Raketen, die benutze ich eigentlich am öftesten. Ja, ja, irgendwas, hä? So. Da drüben und. Was ist da drüben? Was soll das sein? Was soll da sein, bitte? Was ist da? Was habe ich da gesehen? Gegner! Gegner habe ich übersehen? Nicht schlecht. Ah, okay. Sehr gut. Okay, 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 okay. So. Das wird ein Schock.
Ja, wir müssen darüber. Kommst mit. Darüber. Was? Gegen uns haben sie keine Chance. Was ist da? Was da ist? Komm, lande. Wow, 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 wow. So. Was ist da drüben? Was ist da? Da war ich doch schon, oder? Na, da ist irgendwas, da ist irgendwas. Ja. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Nicht blinzeln. Hat jemand mitgezählt? Ich glaube, ich bin in Führung. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? So, was muss ich da abschalten? Ah, ist sehr offen. Hallo. Ja, dann gehe ich da rein. Ne? Sehr gut. Da kommen einige unfreundliche Gestalten. Ja, ja, Moment. Und, ach, das ist... Ich weiß gar nicht, ob sich das noch auszahlt. Ich glaube, ich wäre super Rüstung, oder? So. Ausrüstung habe ich hier. Ist der besser? Widerstandskraft. Ich werde den dann nehmen, ja. 18, 22, ja, gar na, nichts. Passt schon so, ja. So. Dann haben wir da drüben. Hallo? Da, 270 Meter, darüber. Juhu! Ja, ist noch nicht so gut. Ja, ist egal. Da müssen wir rüber. Echt. Tja. Da rein, ne? What? Verdammt! Ja, ist schön, ist ja gut. So.
Ich glaube, dann habe ich alle, oder? Was Zeit für Ziel? Was redest du? So, jetzt aber. Willkommen, Ant-Man. Ja, Moment, gleich. Ich komme gleich. So, wo sind wir? Da sind einmal ein paar. Echt? Ha, der Kill von der Entfernung. Ah, das sind zwei. Okay. Kommt. Überraschung! What is going on, Peter? Donner klatschen! Wer nicht hören will, muss fühlen! Was? Warum immer auf mich? Ich verstehe es nicht. Ich muss da rein, ich muss da rein. Komm. So, bam, bam. Bam, bam! Keine Sorge, ich kümmere mich um jeden von euch! Und einfach in die Fresse. So. Ja, der Hulk. Bitte sehr. So, wo sind die alle? Gute Nacht, Schätzchen. Treffen, 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 wäre cool, gell? Bist du weg? Ja, danke. Er teleportiert euch und die Partikelprobe zurück zum Ameisenhügel. Warum? Teleportation? Wow, das wird interessant. Bitte beeilt euch. Ihr müsst zurück sein, bevor sie uns erreichen. Ihr macht's, Sascha. Was ist da, ha? Auf Wiedersehen! Und tschüss! Kann ich da rein? Nein, oder? Wow, wow. Weg da, weg da, weg da. Ich hab meinen Unistrahl vermisst. Kraft euch aus. Oh Mann, das tut weh. Ja. Du bist erledigt. So.
Meine Fresse, das war's doch, oder? Da müssen wir warten. PIM-Partikel beschaffen. Ich beschaffe jetzt die PIM-Partikel. Ach Gott, ja, das dauert. Oh, das wird gepimpt. Ja, so. Wir haben das Partikel, Doktor. Hank? Verdammt, Pim, wo ist dein Kontakt? Er müsste dort sein. Da ist er. Hallo, grüß dich. Avengers, schnell! Wo ist das PIM-Partikel? Das PIM-Partikel ist in meiner Hose. Sie brauchen unsere Hilfe. Ihr werdet an der Front gebrochen. Festhalten. Es könnte Turbulenzen geben. Ja, tu nur. Ich bin wie ein Zehnjähriger. Ich bringe das Partikel zu Dr. Pym. Was ist das hier? Hey, Resistance-Mann, informier uns bitte. Resistance. Das ist ein Unterschlupf beim Ameisenhügel. Sicher scheint er nicht zu sein. Oh, was geht da? Hallo? Avengers, haut ab da und verschafft uns etwas Zeit. Was ist denn los, verdammt? Beschäftigt ihn einfach, ich komme, sobald ich kann. Wen ihn? Das klingt bedrohlich. Okay, die Avengers sind hier. Ziehen wir es durch. Wer ist er? Wir kriegen das hin. Was macht der Hulk alleine? Auf Wiedersehen. Was soll das bitte? Wer schießt das so geschissen auf mich? Was? Kann denn jemand mal? Sehr gut. So, wir beschäftigen ihn. Wer ist er? Da unten ist er wahrscheinlich. Mein Gott, das klingt nicht gut. Da schaut's aus, wie es da ausschaut. Moment, ich geh mal daher, was. Verdammt, das ist ein Kriegsboot. Die Maschine wird in wenigen Minuten durch sein. Dann schalten wir sie aus. Verdammt. Who you gonna call? Hulkbuster! Was redest du? Wollt ihr alle meine Waffen sehen? Okay! Das hat ihm gar nichts getan, ne? Das tut ihm nichts. Zielen Sie auf die Lüftung an den Beinen. Da unten. Gut gemacht. So. Was? Was heißt das? Greifen Sie sein Auge an. Sein Auge?
Wo ist sein Auge, bitte? Wo ist sein Auge? Ich verstehe. Die Seitenlüftungen überhitzen. Zielen Sie darauf. Ich bin dabei. Hitze! Nein. Vorsicht, er bäumt sich auf. Bleib stehen, junger Mann, bleib stehen. Es tut nicht weh, bleib stehen. So. Was? Das ist Ihre Chance. Gehen Sie auf das Auge. Ich gehe auf das Auge. Kommt jetzt, Burschen! Weg. Die Seitenlüftungen sind wieder angreifbar. Das ist nicht so einfach. Was ist er? Okay, da bin ich so schnell, echt. Echt jetzt, come on, ich muss da rauf. Ich muss an Höhe gewinnen, Höhe gewinnen, Höhe gewinnen. So.
Come on. Vorsicht, er bäumt sich auf. Er bäumt sich auf. Und zum Auge. Wir müssen zum Auge. Oder? Wir müssen nicht zum Auge. Wir müssen weg vom Auge. So. Jetzt aber, oder? Auge? Ja, ja, ich komme. Geheimwaffe! Zeit für das schwere Gerät! Ah, Halleluja! Die Party beginnt! Wie die Party beginnt? Die Party endet oben. Tschüss. Ich nenne ihn Ralf. Gut gekämpft, Ralf. Gut gekämpft. Da hast du's, Aim. Sir, ich orte eine enorme Teleportsignatur. Mhm. Verdammt. Okay, da kommt halt noch einer. Hank, du musst den Ameisenhügel evakuieren. Sofort. Das glaube ich nicht. Hank? Einsatzbereit sieht anders aus. Ach was, Tony, entspann dich. Ah, sehr schön. Unglaublich. Es hat geklappt. Glückwunsch, Dr. Pym. Die Resistance hat eine beeindruckende neue Waffe. Sie sind niedlich, wenn sie klein sind. Naja, trotzdem ist er explosiv, oder? Ich schulde euch was. Geil. Und Ralf sein kleiner Bruder. Wow, so. Danke für eure Hilfe. Ich lasse die benötigten PIM-Partikel zur Chimera transportieren. Danke, Doc. Ich weiß, du hörst nicht auf mich, aber ich sag's trotzdem. Sei vorsichtig. Ich gebe mein Bestes. Ich spiele auf leicht, wohlgemerkt, gell? Nur zu wissen, wie schwer das eigentlich auf normal oder schwer sein soll oder ist. Also ich glaube, ich würde komplett eingehen. Weil ich halt nicht noch auf Kombos gehe oder so. Und ich merke mir nicht dreimal Quadrat, einmal Dreieck oder so. Sondern ich drücke einfach wie wild drauf. Und ich rüste mir nicht so aus. Aha, das ist jetzt ein Eisgegner und dann brauche ich Feuer oder so. Hier sind die Partikel von Dr. Pym. Viel Glück, Iron Man. Danke. Ich werde es brauchen. Das ist halt nicht meins, gell? Aber es gefällt mir gut. Was genau ist dieses Starboost-Ding? Komm ins Tech-Labor, Kleine, und sieh's dir selber an. Komm mit. Ins Tech-Labor. Das ist hier. Obere Stockwerk.
Haben wir ein Muster? Ich glaube nicht, oder? Doch, was ist das? Handgefertigt Outfit. Sehr gut. Okay, obere Stockwerk. Alle bisherigen Tests waren Fehlschläge. Aber mit dem neuen Miniaturbeschleuniger habe ich eine Chance. Aha, was ist da bitte? Ah, stopp mal, was ist da? Ja, hallo! Sieht fantastisch aus! Weil sie fantastisch ist. 1,4 Milliarden Dollar pure Eitelkeit. Ja. Vielleicht verbrenne ich beim Start, aber es wird verdammt gut aussehen. Das ist der Starboost. Iron. System im grünen Bereich, Sir. Aber ich muss Sie warnen. Ein großer Sturm liegt direkt auf Ihrer Flugroute. Wenn es regnet, dann schüttet es. Tja, aber wir können nicht länger warten. Schau gut aus. Tony, ich hab dir zur Anregung etwas Musik hochgeladen. Oh nein. Keine Angst, ist nicht meine. Du schaffst das. Danke, Kleine. Wow, okay. Geil. 3, 2, 1. Wow. Tony, du fliegst direkt in das Sturmsystem. Ich seh's, Kleine. Aber es gibt kein Zurück mehr. Wo muss ich hin? Schon. Runter. Moment. Ich muss darüber. Was? Befähigung erhöht die Chance. Tony, du fliegst direkt in das Sturmsystem. Ich seh's, Kleine. Aber es gibt kein Zurück runter. Mehr. Ja, ich gehe ja runter. Schon. Nach rechts. Nach rechts. Wow, das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Komm on. Komm mal, bleib. What? Verdammt, der Sturm hat meine Systeme gegrillt. Ja, das soll aber nicht so sein, oder? Jarvis, seid ihr noch da? Ich krieg hier Kurzschlüsse, Leute. Ja, runter. Jarvis, komm mal da. Jarvis, ich brenne. Booster abwerfen. Ja, ist das schwer, das ist schwer. Wo bist du bitte? Naja, im Weltraum. Das war knapp. Und wir sind beim Satelliten. Oh, Scheiße! Im Weltraum kannst du nicht brennen, es kann Luft. Sehr gut. Der Wapp macht auf jetzt! Ja. Und wir gehen da rein und wir schließen die Tür wieder. Na, ist eh alles gut gegangen. What the fuck, ey? Noch Saft in den Repulsoren. Hoffentlich wimmelt es hier nicht von Test Sachen. 1, 2, 3, die Raumstation erkunden. Okay. Ah, Comic, oder? Nein, Sammelobjekt. Im Weltraumlabor. Okay, Fähigkeiten. Moment, bevor wir jetzt überhaupt irgendwas tun. Spezialisierung. Ultimative Heldenfähigkeit. Was?
passe nach dem Freischalten die Eigenschaften an, indem du eine von drei spezialisieren zum Modifikator. Ja, machen wir das. Was ist das? Aktuell ausgerüstet? Prahlerei in Titan. Hulkbuster, Nahkampf. Angriffe haben eine Chance von 50% Gegner in der Nähe zu verhöhnen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Echt? Alles klar. Haben wir da eigentlich noch einen? Na. So, die können wir aufboosten. Dich nicht. 23. Ja, cool. Nehmen wir mit. Sehr schön. 18. 19. Da haben wir 22. Da haben wir nichts Besseres. Und da auch nicht. Wir könnten aber alles hier zerlegen, oder? Mach mal. Weiß nicht, was da alles freigeschaltet wird. So. Weg damit, was ich da alles krieg. So. So, jetzt lassen wir es einmal. Nahkampf. Okay. Sammlungen. Nein, immer die falsche. R2 ist es. Informationen. Codex. Egal. Jetzt reicht's. Was ist da, bitte? Okay, mal sehen, was wir haben. Moment mal. Das ergibt keinen Sinn. Regenerative Formel. Das erklärt Haltens riesigen Kopf. Das ist ihr Ursprung. Wahrscheinlich irgendein armer Inhuman. Okay, dann suchen wir mal die Tür. Da ist. Kein Stress. Rette den Inhuman. Keine regenerative Formel mehr. Keine Adaptoids. Jubel. Glückwunsch. Was? So. Auf da. So. Ist da noch was? Ah. Okay, okay, okay. Das ist aber eine Raumstation, kein Satellit, oder? War noch die Rede von irgendeinem Satelliten oder so? Hm. Da ist der Ding. Ja, komm. Grüß euch. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Echt? Ja, ich halte. Voller Weltraumstaub. Hier gibt's extrem wenig Fußgänger. Was? Da hat er wohl recht, ja. Ach Gott. So. Es geht wohl da weiter, ne? Na dann, es geht nur aufwärts. Es geht nur aufwärts. Jetzt noch die nächste Tür hacken, ohne jemanden aufzuwecken. Ja, Moment, bevor wir das machen. Hm? Was ist das Einsatzziel? Die Zelle finden, wo AIM den
Inhuman festhält, alles klar. Der wird nicht gerade, sagen wir mal, gut gestimmt sein. Weil das schaut doch schon sehr nach Kampfarena aus, oder? Das schaut doch schon sehr nach Kampfarena aus, ja. So, Ausrüstung. Haben wir was Besseres gekriegt? Nein. Was haben wir da? 19? Nein. Nein, nein, ich glaube, ich habe die beste Ausrüstung. Und da habe ich alles geholt, oder? Wie weit kommen die hoch? Hallo? Sinkflug? Echt? Nein, runter. Runter, er geht nicht mehr runter, das kann es ja echt nicht sein. So. Ach komm. Nicht autorisierte Lebensform beobachtet. Ja, natürlich. Oh, hey, du meinst mich? What? Noch eine. Wenn das die Roboterwachen nicht geweckt hat, weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Noch eins? Na, ist eh offen. Und jetzt runter, oder? Wo sind wir denn? Die ist riesig, die Raumstation. Die ist echt riesig. Der Sturz durch die Luftschleuse hat keine Roboterwachhunde geweckt. Vielleicht versuchen sie Dinge drin zu halten, anstatt raus. So, offensichtlich. Eine Truhe. Comic Units Uru. Ist sie. Was haben wir da? Okay. Na, jetzt, na, Endkampf mit ihm, echt? Echt? Ich denke, oder? Na, natürlich Endkampf mit dem Doktor. Das war ja so klar. Nein. Das war so klar. Das wirkt so gar nicht ominös. Ja. Ja, ja. Na, doch nicht. Oder? Ist es der Doktor? Oh mein Gott. Cap. Captain America! Oh, bitte sei am Leben. Steve? Steve? Heilige Scheiße, du lebst. Tony, was ist? Was ist das alles? Wo bin ich? Alter! Tony? Umarmst du mich etwa? Was, nein, ich wollte nicht, dass du fällst. Du kannst jetzt loslassen. Naja, ich... Also wir... Ich dachte, dass... Sag's halt, sage es. Schön, dass du wieder zurück bist. Sehr gut. Ich bin verwirrt. Ja, komm. Wir müssen weg. Komm. Warte, 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 warte. Tartan. Hat er überlebt? Tartan? Wen interessiert's? Die Explosion, er war zu nah. Er hat überlebt, dank dir offensichtlich. Und Monika, wenn man den Nachrichten glaubt. Das ergibt keinen Sinn. Okay.
Okay, ich hab dich. Die Evakuierung. Die vielen Menschen. Ja, dazu kommen wir noch. Kannst du gehen? Ja, schon okay. Natürlich. Mir geht's gut. Nach 5 Jahren in einer Kugel, kein genau, Problem. Das ist mein Cap. Komm. Yeah, Moment, okay. Junger Mann. Ausrüstung habe ich gar nichts, oder? Da höchstens diesen Stein, den man muss. Und da? Nichts. Sogar er hat Sammlungen, das kann nicht sein, oder? Okay, das sind dann für alle. So, Captain. Was ist der Plan? Also wir finden eine Rettungskapsel und retten uns. Du improvisierst gerade, oder? Ja. Ich dachte nicht, dass ich so weit komme. So, wo ist mein Schild? Geht's? Jetzt geht's auf einmal. Ja. Tony, wo sind denn alle? Wo sind wir? Oh, also... Sehr gut. Im Weltraum. Mein Gott. Saltosprung. Drücke in der Luft X. Okay. Ja, das habe ich verstanden. Das war kein Witz. Nein. Wandlauf. Bewege, drücke. Was? Bist du sicher, dass du das schaffst, Kerl? Sicher. Aber wie kommen wir da wieder rauf? Wie kommen wir da wieder rauf? Na, wirklich. Come on! Das macht mir Schwierigkeiten. Ich komme! So. Ist wie Fahrradfahren, nehme ich an. Ja, jetzt nee. Geht's runter. Sprungbereit? Wirklich? Okay, das ist nicht so die. Tony. Was? Geschieht hier? Tja, lange Geschichte. Wie komme ich darauf? An der Wand entlang laufen? Das ist aber keine glatte Wand. Hier ist keine glatte Wand. Oder? Es war eine. Wie langweilig. Also 5 Jahre. Was nach deinen Standards ein Powernap ist. Auf Eis bin ich den Leuten wohl sympathischer. Siehst du? Du machst schon wieder Witze. Echt? Schlechte, aber das ist normal für dich. Ist das eine glatte Wand? Nein, ist es nicht. Tony, kannst du mir helfen? Nicht, gell? So. Das ist eine glatte Wand, aber was bringt mir das? Verstehe. Echt. Tony, Hilfe. Come on. Na, ich hasse es. Es ist purer Hass. So. Und jump und noch einmal. Jump und. Ich komme da nicht um. Ich kann da nicht hinüber. Es ist zum Verzweifeln. Und jump. Ah.
Tony! Nicht, gell? Wie früh soll ich da noch springen? Ich halte X gedrückt. Ich bin ja nicht blöd. Also blöd bin ich ja nicht. So. Jump! Jump! Na. Auf die andere Seite hinüber? Ob das geht? Da und dann da drüber rennen, so ist das gemeint, echt? Aber wie mache ich das? Alter! Ich glaube, wir werden dieses Spiel nie mehr wieder fertig spielen, weil ich komme da nicht rüber. Und der Tony hilft mir nicht. Endlich, Alter. Ah, danke für die Hilfe, für nichts. Ja, Moment. Wahrscheinlich hast du alles mitgenommen, gell? Verlassen Sie uns noch nicht. Monika, lang nicht gesehen. Dein Kumpel Talton war sicher nicht begeistert, als du Superhelden durch Superheldenblut ersetzt hast. Er überlässt die Details mir. Hören Sie damit auf. Sofort. Moment mal. Georgie weiß von all dem hier gar nichts. Und das bleibt auch so. Oh oh. Ich glaube, sie ist wütend. Tony! Ich arbeite dran. Mach okay, auf. Ich hab's, gehen wir! Ja, ich folge dir unauffällig. Was zur Hölle? Ignorier die Killerroboter! Was? Ich versuch's! Für eine Leiche bist du ganz schön penetrant! Ich muss das hier mit Gewalt machen! Warum denn nicht gleich so? Alter, 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 Alter. Und in die... Komm jetzt. Was? So. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin da. Nimm die andere Seite. Ja. Ich drücke. Das geht auf. Ich schaffe es. Ah. Wir kriegen Besuch. Keine Zeit für einen Kampf. Ja, richtig so. Weg hier. Vorsicht! Da, verdammt! What? Shit. Blablabla. Was macht das Glas auf? Es kann dein Gewicht nicht halten. Wow! Geil. Achso, die Wand. Ja, ich hab gesehen. An der Wand entlang laufen. Verdammt! Achso, die Uru wird für die Kraftboots von Artefakten backen. Pass auf das Glas auf. Es kann dein Gewicht nicht halten. Wow, gut. What? Na, ne, das, ich hasse es.
Pass auf das Glas auf, es kann dein Gewicht nicht halten. Und 10 Stunden Ladezeit. Das Problem ist, es geht so schnell. Wir sollten es in Zeitlupe machen. Pass auf das Glas auf. Ja, ich pass auf das Glas. Kann dein Gewicht nicht halten. Ja. So. So. Und da, jawohl, lauf, 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 lauf. Fast geschafft, Herr. Lauf, 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 lauf. Da, lauf, 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 lauf. Da hinüber. Verdammt. Das ist Attribut Intensität. Erhöht Resistenz. Ja, Kopierungskoordinator. Mhm. Nornensteine. Kommen aus Asgard und es gibt verschiedene Formen und Farben. Jeder Stein mit eigenen Namen hat einen einzigartigen Vorteil, den es sonst nirgendwo gibt. Sehr gut. Doch, bitte. Und da weiterlaufen, da oben. Muss ich dann nochmal in die Luft springen? Plasma, wenn er gegen Plasma leidet, brennt er und seine Angriffe werden regelmäßig unterbrochen. Schallschlag, Unistrahl, Einsatztisch. Okay, das wissen wir alles. Kampagnenschwierigkeit. Fast geschafft, Herr. So. So, also dieses Level geht mir schon ziemlich am Sack gerade. Ich habe ja kein Problem, wenn ich es öfter spielen muss und so, aber diese Ladezeit nervt echt. Sie nervt. Ja, komm her. Na, lauf, lauf. Natürlich. Ich bin echt zu blöd dafür, ich bin zu blöd dafür, es gibt's nicht. So. Konzentration, wie der Spanier sagt. Konzentration. Ja, komm jetzt. Captain America, wir kommen jetzt. Fast geschafft, Herr. So, lauf. Sehr gut. Wow, da kommen einige. Es kommen einige. Echt. Alter. Triebwerke ausgefallen. Tony. Komm schon. Ja, wir schaffen das. Scheiße. Ja. Alter. Komm schon. Verdammt. Sehr gut. Nein. Boah. Die gute Nachricht, wir sterben nicht als Feuerball. Und die schlechte? Wir werden wohl vorher ersticken. Naja. Gute Aussicht. Aber die Aussicht ist schön. Genau. Das ist sie. Verdammt. Die Milchstraße. So knapp. Tja, da wir jetzt sowieso sterben werden, möchtest du vielleicht was beichten? Deine Witze. Ich verstehe sie einfach nicht. Ich weiß, dein Tagebuch. Warum hast du den Reaktor zerstört? Viele sind gestorben. Tony, da war was begraben, tief in der Bucht. Es war mit dem Reaktor verbunden und kam langsam an die Oberfläche. Das Erdbeben. Ich musste handeln.
Die San Andreas-Verwerfung ging fast hoch. Die Stadt wäre ins Meer gerutscht und Millionen wären gestorben. Hab nie an dir gezweifelt. Ich auch nicht. Wollt's nur hören, weißt du? Was ist das denn? Das scheint Tor zu sein. Was haben wir denn da? Muss ich eigentlich immer alle retten? Nichts anderes erwarte ich vom Gott des Donners. Hi, Tor. Willkommen zurück, Captain. Das ist jetzt wieder auch der Schlagzeilen und... Okay. Monika? Ah, das schaut nicht gut aus. Das ist nicht gut. Das war ihre regenerative Formel? George? Wie lange war ich ihre Laborratte? Ich wusste, dass sie so reagieren würden. Sie würden lieber sterben, als etwas von ihnen zu brauchen. Ich habe ihnen vertraut. Sie sind am Leben. Sie kontrollieren Maschinen mit ihrem Verstand. Denken Sie doch nur mal an die... Sie infizierten mich mit seinem Blut. Ich hätte sterben können. Aber Sie leben. Denken Sie an den Traum, George. Ihretwegen bin ich einer von denen. Ich machte Sie stark. Und stahlen meine Hoffnung. Und ich gebe ihnen nun dieselbe Chance, die ich hatte. Was? Was haben Sie? Ich werde Superkräfte ausrotten. Selbst wenn es mit mir endet. Er hat ziemlich einen großen Kopf. Hol das wieder, hol dir wieder. Hallo, das Schild. Alter Freund. Den Schild, das Schild? Den Schild, oder? Steve. Ned. Tut gut, dich zu sehen. Wenn ich gewusst hätte, dass du lebst. Dass sie dich haben. Das ist nicht deine Schuld. Tarleton wusste nicht, dass Monika mich hatte. Was? A-Day. Der Raub. Monika hat Taskmaster auf das Terrigen angesetzt. Seine Männer haben das Sicherheitsprotokoll und den Autopiloten der Chimera aktiviert. Aber dieses Ding in der Bucht, das kam unerwartet. Das Wärmesignal. Das war wohl der Grund für das Beben und die Zerstörung. Was war das? Ich weiß es nicht. Ned, ich denke ständig daran, wenn ich nicht... Die vielen Menschen... Nein. Es ist nicht deine Schuld. Dieses Schiff hätte niemals starten sollen. Ich hätte dasselbe getan. Du lebst! Ich wusste es. Tut mir leid. Kommt, ihr müsst euch das ansehen. Alle wieder vereint. Hallo, grüß euch. Danke, Jarvis. Schön, wieder da zu sein. Seit dem Beinahe-Absturz der Chimera in Manhattan ist die Lage prekärer geworden. Ich fürchte, AIM wird die Verfolgung aller Inhumans jetzt noch hartnäckiger vorantreiben. Wir dürfen das nicht zulassen. Die Welt braucht die Avengers jetzt mehr als je zuvor. Richtig. Hm.
neuer Held verfügbar. Unsere letzte Konfrontation mit AIM vor. Ich habe meine Analyse von Mr. Starks Plänen zur Ausrüstung der Avengers für diese Konfrontation abgeschlossen und wir brauchen dafür einige spezielle Materialien. Danke, Jarvis. Höchste Zeit, wieder in Kampfform zu kommen. Zeig mal, was wir brauchen. Ausgezeichnet, Sir. Wir könnten im Rahmen dieser Aufgabe unseren Verbündeten helfen. Commander Hill und Dr. Pym melden große Schwierigkeiten bei der Koordination unserer Bemühungen, weil AIM die Kommunikationsnetzwerke der Welt fest im Griff hat. Wie können wir helfen? Sie wollen, dass wir AIMs Hauptkommunikationszentrum zerstören, um die Resistance zu einen. Dann machen wir das, alter Freund. Apropos Medien. In den Nachrichten sind Meldungen über Thor Odinson aufgetaucht. Angeblich